Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind hier immer noch im Spukturm quasi. Ein Turm voller Ratten. Und wir müssen mit unserer Green Lantern hier überall rumgehen, um versteckte und geheimnisvolle Geister zu sehen und Hinweise zu entdecken. Schon ganz cool. Mal gucken, wo uns die Reise hier in den Turm noch hinführen wird. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Okay. Sehr mysteriös, so ein bisschen, ne? Da ist eben erst das Licht angegangen. So ein bisschen unheimlich ist der Turm hier schon, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Aha. Salpeter und Seide in irgendeinem der hier auftauchenden Räume ist hier reingegangen. So, Kohle, Eisenbarren, sidarischer Kamission, redanischer Kräuterschnaps, Zwergenschnaps. Nehmen wir natürlich alles mit. Der Gera kann es immer gebrauchen. So, hier haben wir auch einen Raum. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es... Entschuldigung. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Alter, was ist denn hier geschehen? Ich frage mich echt, ne, was ist hier geschehen? Was mussten die Leute hier durchmachen in den Turm? Ah, guck mal, da hinten könnten wir da nochmal hin. Wenn wir dann soweit wären. Hier oben, ist hier oben was? Ah, da ist noch eine Kiste mit Crafting-Material. Nehmen wir natürlich alles mit. Kurz speichern und dann geht es eine Etage höher. Aber wie gesagt, dieser Flair hier, oder eher gesagt, diese Atmosphäre hier gerade in den Turm, ist richtig spooky, würde ich sagen. Okay. So, kleiner Knüppel. Ich muss echt sagen, ne? Das ist... Ich liebe ja Horror. Habe ich schon mal erzählt, ne? Horrorfilme. Allerdings Horrorspiele ist immer... Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Da ging die Tür auf, wunderbar. Was ich eben sagen wollte, ist, dass Horrorfilme immer was ganz anderes sind als Horrorspiele. Da man ja das selber spielt im Endeffekt. Und sehr angespannt ist, finde ich zumindest. Bei Horrorfilmen, da guckt man ja nur zu als unschuldiger Passant. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Okay. Ich gucke mich hier erstmal um. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 2. Ein paar Sachen. Menschenexperimente.
Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Die Kammer? Oh oh. Ja. Ein Geist. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Sie kann uns sehen. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier. Wer war er? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Was ist hier im Turm passiert? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war das für ein Trank? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich also nicht gerettet. Warum? Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir denn wehgetan? Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Alter. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Deswegen auch ein Turm voller Ratten. Im Turm liegt auch eine frische Leiche.
Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Kannst du mit anderen Seelen sprechen? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir denn helfen? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Graham, erzähl mir von ihm bitte. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Du stehst im Zentrum des Fluches. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Sollen wir sie vertrauen? Oder soll ich mich hier noch etwas umsehen? Ich sehe mich hier erstmal nochmal lieber um. Ich hoffe wirklich, dass ich helfen kann. Aber erst muss ich mich etwas umsehen. Wozu denn? Hier gibt es nichts. Nur Knochen und Ratten. Lass mich nicht wieder allein. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Na gut, aber komm bald. Lass mich nicht warten. Ja, das scheint mir schon sehr, sehr mysteriös zu sein. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen vorsichtiger. Allein. Alle haben mich verlassen. Tagebuch des Magiers Alexandra, Teil 1. Trankfiole. Das ist die, die sie fallen gelassen hat. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? So. Hier geht es noch ein Stockwerk hoch. Da werde ich noch mal kurz gucken gehen. Bevor wir ein Urteil fällen werden. Denn ich weiß nicht, ob ich hier vertrauen kann, muss ich ehrlich sagen. So. Wir werden es ja noch herausfinden, würde ich sagen.
waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Da kannst du laut sagen, Geralt. Können wir da hoch? Ich würde nur mal gerne wissen, ob wir da hoch können. Glaube nicht. Nun gut, ja, dann würde ich sagen, lesen wir erstmal die Forschungseinträge von Alexandra. Um noch etwas allein über die Geschichte zu erfahren. So, hier war alles fertig. Ja, dann lasst uns ein bisschen was lesen. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Teil 1 an, gehen in der nächsten Folge in Teil 2 über und entscheiden dann, was wir tun. Tag 237. Meine Experimente zeigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Veserat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sondergren in ihrer wenigen bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teile sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Aha. Klingt nach so einem wahnsinnigen Wissenschaftler, eher gesagt, oder? Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es weiter und dann lesen wir Teil 2 und entscheiden da dementsprechend, was wir machen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.